Er ist Mitte 40 und läuft pro Woche rund 100 Kilometer, egal wo er gerade ist. Ich verstehe durchaus, dass ich auch da eine Vorbildfunktion habe und es nicht wirklich glaubwürdig wäre, wenn ich nicht auch das ein bisschen verkörpern würde, was wir auch darstellen. Da muss man nicht unbedingt laufen, aber fit zu sein gehört dazu, ja. Ralf Schmidt ist für einen Tag in Madrid. Er will sich unter anderem in den Apotheken umsehen. Als Geschäftsführer des größten deutschen Herstellers für homöopathische Mittel will er sich ein Bild von der Marktlage machen. Muy buenos días. Buenos días. Soy Ralf. Prado, Álvaro. Mucho gusto. ¿Qué tal? Eine Salbe gegen Sonnenbrand verkauft sich zurzeit besonders gut, erklärt die Apothekerin. Gerade jetzt im Sommer, wenn die Leute an den Strand gehen. Und die Sportsalbe Traumel, eines der bekanntesten Produkte von Hehl. Die Homöopathie in Spanien gibt es seit über 100 Jahren. Also sie hat eine lange Tradition. Es gibt hier beispielsweise eins der wenigen homöopathischen Hospitäler, in denen fast ausschließlich mit Homöopathie gearbeitet wird. Unter Franco wurde allerdings die Homöopathie de facto verboten. Und erst seit 20 bis 30 Jahren ist sie wieder im Aufschwung begriffen, hat aber jetzt wirklich eine richtige Konjunktur. Und diese Gelegenheit nutzte er schon vor Jahren, als er die Leitung der Hehl-Tochter in Spanien übernahm. Ich habe in Spanien knapp 4 Jahre auch für Hehl gearbeitet als General Manager. Das war meine erste alleinige Führungsverantwortung und es waren 4 sehr harte, aber auch sehr lehrreiche Jahre, weil das Unternehmen überhaupt nicht gesund war. Das war eine klassische Turnaround-Aufgabe. Ich hatte keine Erfahrung auf dem Gebiet. Ich habe noch nie eine Produktionsgesellschaft geführt und wir haben es geschafft. Und deshalb ist Spanien, denke ich, auch mit ein Grund dafür, dass ich jetzt CEO des Unternehmens bin. Aus seiner Zeit in Spanien kennt er noch den renommierten Sportmediziner Hernán Silván García, ein Anhänger der Homöopathie. Silván García betreut Spaniens olympische Mannschaft. Auch Fußballspieler wie Mesut Özil gehören zu seinen Patienten. Er hält die Homöopathie für den richtigen Weg, auch für Sportler, die Rückenprobleme haben. Diese Berufssportler oder auch Leistungssportler, die brauchen ja Lösungen, wenn sie krank sind. Viele Medikamente, die haben dann auch aufgrund ihrer Nebenwirkungen Begleiterscheinungen, die dann unter Doping fallen. Und deshalb kommt man dann recht schnell auch auf unsere Präparate. Weshalb wir da wirklich eine sehr, sehr große und manchmal auch ganz überraschende Nachfrage erfahren. Hergestellt werden die Produkte fast ausschließlich hier in Baden-Baden. Und das ist der Rohstoff für die Salben, Tropfen und Tabletten, der hier im Labor untersucht wird. Hallo. Was haben Sie da Schönes? Ich erzähle es euch. Ja, genau. Allein in dem Sportlermedikament Traumel befinden sich 14 Heilpflanzen. Aus Stuttgart. Also wir beziehen Pflanzen und Inhaltsstoffe aus dem Amazonasgebiet. Wir beziehen Pflanzen, die nur auf einer Fläche von 50 oder 100 Quadratkilometern in Kanada wachsen. Und das liegt eben daran, dass die Vorschriften entsprechend eng gefasst sind und nur ganz bestimmte Merkmale genügenden Pflanzen auch in Arzneimittel eingehen dürfen. Und das wird hier eben kontrolliert. 180 Pflanzen setzen sich hier insgesamt für die Heilmittel ein. Das auf jeden Fall. Seit Jahrzehnten immer nach der gleichen Methode. Die klein gehäckselten Pflanzen werden mit einer Alkohollösung versetzt. Es entstehen Tinkturen, die später stark verdünnt, die Grundlage für die 500 Produkte liefern. Ralf Schmidt hat vor allem ein Ziel. Und da sind wir auf die klassische Methode. Er will die Krankenkassen auf seine Seite ziehen. Dazu müssen er und seine Wissenschaftler aber noch nachweisen, wie genau die komplexen Mittel wirken. Eine Herausforderung. Abgenommen. Und was wir hier sehen, ist die Naturheilkunde, seriöse Naturheilkunde, sollte ein fester Bestandteil der Welt der Medizin sein. Das ist heute leider noch nicht so. Um das tun zu können, muss man sich eventuellen Kritikern stellen. Und das tut man am besten, indem man deren Sprache spricht. Und die beste Sprache, die hier gesprochen werden kann, ist die Sprache der Fakten. Deshalb investiert Schmidt jährlich eine zweistellige Millionensumme in die Forschung. Langzeitstudien sollen Beweise liefern.
Der Konzern machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 184 Millionen Euro, ein Plus von 8%. Und das, obwohl die Produkte weder in Deutschland noch in Spanien von den Krankenkassen anerkannt werden. Mhm.